Mann. So eine Scheiße. So, ich spiele jetzt als Panther. So. Das ist viel cooler. Räuber sein ist viel cooler, okay? Mann, so Mist. Ich will jetzt was Süßes. Oh, schon viel besser. Okay, kann ich Dings kriegen? Klamotten? Ja. Ninja-Outfit. So, das packe ich jetzt aber. Das muss jetzt sein. Ninja Tabi ist ja cool. Tigerboss. Ne, ich scheiß auf den Tiger. Ich will die Klamotten. Ne, echt, ich scheiß auf den Tiger. Ich will die Klamotten. Aber ich werde dann den Tiger sowieso irgendwann kriegen, weil... Drei Herausforderungen, Generation zweimal. Das wird sowieso was. Okay, scheiß drauf. Ich mache jetzt erstmal die Herausforderung. So. Mann. Ach, mal markieren. 20 Tiere. Shibuya ausmützig. Alles klar. Wir fangen aber hier im Bahnhof an. Oh. Das tut so gut nach diesem bescheuerten... Ich kann es gar nicht anders sagen, nach diesem bescheuerten Büffel jetzt endlich mal ein anständiges Tier zu sein. Ich will einfach nur das Nilpferd sein, Mann. Das kotzt mich an. Ah, der Hunger ist halt richtig schlecht. Ich glaube sogar der Hunger vom Geparden ist besser als dem sein Hunger. Aber schnell ist er. Das ist sehr praktisch. Mann, warum bist du nicht tot? Ich kann nicht mal einen Hasen one-hitten. Was bist du denn, ey? Ah, ich wollte doch markieren, ich dummen muss. Da sag ich, das eine macht das andere. Mann, ey. So, beweg dich dir. Oh, das tut echt gut. Wenn er nur nicht jedes Mal durchs Gras schleichen würde. Das ist mir so viel einfacher machen. Na, was haben wir hier? So ein Beagle wäre jetzt gar nicht schlecht. Naja, zwei Hühner machen es auch. Ha. Nee, ich bin so viel lieber ein Fleischfresser als ein Pflanzenfresser. Ich weiß auch nicht, aber die Fleischfresser haben es irgendwie viel besser. Die sind schneller, die sind stärker. Sogar als ein großes Tier wie ein Panther kann ich mich verstecken. Das macht so viel leichter. Das ist doch darauf ausgelegt, dass ich hier alles töte. So, erst das und dann das andere. Und wer einer kommt und frisst mir mein Schwein weg, ey. Der kriegt aber eine reingeschoben. Ah, ehrlich, das ist wie nach einem harten Arbeitstag in die Wanne zu steigen. Ich werde die machen, das extra, dass es einfach mit manchen Tieren so abartig ist, dass du keinen Bock mehr auf die hast, dann wenn du das andere spielst, das einfach voll geil ist. So, wo muss ich hin? Da. Nach 50 Jahren Tokyo Jungle weiß ich immer noch nicht, wo ich lang muss. So sieht's aus. Hahaha. Nein, Panther. Mann. Hier. Sag mal. Eigentlich ist meine PlayStation noch gar nicht so alt und der Controller auch nicht. Wobei, ich habe sie ja gebraucht gekauft. Also weiß ich nicht, wie alt sie sind. Nicht abkacken, okay? Ich habe kein Geld für einen neuen Controller. Oh, gleich zwei. Nee, leider nicht zwei auf einmal. Aber den einen schnappen wir uns. Nein! Oh! Ich weiß nicht, was manchmal mit mir los ist. Was für Herausforderungen muss ich? Achtmal markieren. Noch neun Tiere. Ja, das denke ich wird in Ordnung sein. Du bist nicht schneller als ich. Fuck you, du auch. Hahaha. Erwischt. Das ist ja noch eins. Dewe. Egal. Ich laufe jetzt woanders hin. Ich bin schnell wie der Wind. Fusch, fusch. Was ich von meiner Lilly nicht behaupten kann. Aber es will sie ja auch gar nicht. Die dicke Schnecke. Boah, wo kommen die ganzen Schafe her? Egal, ich fress mal das eine. So. Ah, du tust ja auch keinen Gefallen damit, dass du hier stehst. Ich hätte gern große Tiere, wollte ich gerade sagen. Ich hätte gern einen Topf voll Gold. Schade, hätte ja klappen können. Du läufst in die Falle. Nein, warum kannst du nicht... Warum ist die so schnell, verdammt? Aber hier keine Ausdauer, gell? Ha,
verarscht. Mich würde ja mal dann interessieren, wie viele Punkte ich schon habe. Hä? Ist nicht erwischt? Nein! Bescheuert. Echt bescheuert. Oh Mann, ich hasse es, wenn Pläne nicht funktionieren. Die Tieren Dogen Saka fühlen sich krank. Ja gut, dann weiß ich, wo ich nicht lang gehe. Voll gut. Als Raubfresser, jawohl. Als Fleischfresser kannst du dich auch einfach irgendwie durch alles durchschnetzeln. Das ist so viel einfacher. Gut. Also es wird Zeit, Generationen zu wechseln. Das machen wir am besten hier eigentlich. Was bin ich denn? Ich glaube, ich bin ein Veteran. Wollte ich nicht gerade deswegen jetzt Generation wechseln? Ach so. Ja, dann freue ich noch die Kuh, die hier irgendwo rumstreunern muss. Und dann mache ich viele coole Panther-Babys. Oh, das war ja punktgenau, ey. Genauso habe ich das geplant. So, na, dann gucken wir mal. Und. Ja, dann komm mit. Kann ich da hoch? Oder bin ich zu groß dafür? Oh Mann, ist doch bescheuert. Okay, geht nicht, da muss ich hoch. Blöd. Dass man mir das nicht mal sagen kann, ey. Ich werde meine Katze einfach bis hierhin fressen. Durch die Kopfhörer. Durch alles. Die ist knallhart. Aber apropos fressen, also ein bisschen Hunger hätte ich auch noch. Ich habe zwar schon zu Abend gegessen, aber... Ja, so ein bisschen Hunger hätte ich noch. Das Problem bei mir ist, dass ich nie was zu essen im Haus habe. Irgendwie, wenn man alleine lebt, dann hört man auf sich zu achten. Au. Na, vielleicht umso besser. Au. Schwarzer Panther 2. Okay, cool. Dann setzen wir jetzt einen Fuß in Außenbezirk, was ich eigentlich mal als Dings hätte machen können. Aber naja, scheißegal, ist eh zu spät. Es ist sinnlos, dass ich das jetzt mache. Na egal. Was? Okay. Und dann dürfte ich eigentlich bald an den Tiger geraten. Was mir wahrscheinlich egal sein kann, weil ich nur die Kleidung jetzt möchte, momentan erstmal. Immer wenn ich scharfe sehe, habe ich Bock auf Catherine. Aber Catherine ist so schwer, es ist einfach nur bockschwer. Ich habe es letztens wieder angefangen, aber ich habe es zuerst auf leicht, auf leicht durchgespielt und jetzt spiele ich es gerade auf normal und es ist trotzdem... Ich habe es auch das erste Mal, muss ich ganz ehrlich gestehen, ohne YouTube gar nicht hingekriegt. Das war immer so geil, Lukas saß immer neben mir und hat die Lösung aufgehabt. Ich sag mal so, okay, mach an. Zwei Blöcke verschoben. Okay, stopp. Das mache ich jetzt nach. Und dann, mach an. Stopp. Nachgemacht. Und dann immer so weiter. Aber es ist echt, ich bin leider, ich mag Rätsel, aber ich bin leider furchtbar schlecht darin. Ich mag ja auch Professor Layton total gerne, aber ich bin furchtbar schlecht in Rätseln. Oh, ach, das sind Katzen. Ja, im Arsch leben sie nicht wegen Hunger. Bleib halt weg. Hä, was? Hab doch hier was umgebracht, oder? Ach nein. Ja, komm, du wirst nicht so halb am Leben dagelassen. Jetzt dürfte ich aber eigentlich alle Herausforderungen bestanden haben. Nee, noch dreimal markieren. Hä? Ich hab doch Dings durchmarkiert. Ein Bahnhof und Einkaufsbezirk. Bin ich blöd? Hab ich den Bahnhof doch nicht durchmarkiert? Okay, scheiß drauf. Ich gehe jetzt sowieso nach Yoyogi Park. Durch die Kanalisation. Und markiere so lang. Okay, ja, cool. Cool. Ich habe das ganze Wochenende dieses furchtbare Kükenlied im Kopf. Oh Gott, das ist ja so arg. Kennt ihr das? Das sind die schlimmsten Lieder, die auch die schlimmsten Ohrwürmer verursachen. Und dieses Kükenlied. Erst hatten wir es am Montag im Training. Und dann hat der Bruder von Lukas es nochmal angemacht. Mein Gott, der kleine Bruder. Jetzt muss ich ihm zugute halten. Was, will der Hase mich anmucken? Nee, will er nicht.
Okay. Ich mach das jetzt alles nur noch zweckmäßig. Was? Was? Warum kann der abhauen? Will er mich verarschen? Meine Foto ist 5 Meter lang. Du bist der Blöde, ey.